Camping ist erstmal mehr Rücksichtnahme. Ja, es ist ökologisch bewusst. Ja, das gibt es zum ersten Mal. Dieses Jahr ist halt green, also man versucht hier ein bisschen Rasen zu halten als Untergrund im Gegensatz zu den Sandplätzen da hinten. Die Leute sollten nach Möglichkeit selber ihren Dreck zusammensammeln, ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen chilliger das Ganze angehen hier und ja, wollen selbst für Ruhe sorgen, damit sie etwas ruhiger durch das Festival kommen, als wir drüben auf dem großen Campingplatz. Ist das Beste. Ja, würde ich jedes Jahr wieder machen. Ich war gestern Abend mal drüben. Ey, so eine Sauerei da drüben. Ey, da magst du keinen Meter gehen, ja? Hier kannst du sogar noch den Boden sehen. Großartig. Großartig. Eigentlich soll es auch ein bisschen ruhiger und grüner zugehen. Also Müll sammeln und nicht mehr ganz bis spät in die Nacht irgendwie Alarm machen, aber passiert hier halt auch trotzdem. Unsere Nachbarn fühlten sich heute Morgen ein bisschen belästigt, als wir das erste Bier schon aufgemacht hatten. Da hinten, die sind neu. Und die waren so laut heute, dass ich schon um 8 wach geworden bin. Da müsst ihr mal hingehen, da hinten, hinterm Pavillon. Ich brauchte bisher noch niemanden irgendwie was sagen, weil bei uns sieht es ja schier aus. Geleckt. Noch ruhiger, also ich will jetzt nicht auf dem Festival, ja? So ein bisschen sollte noch bleiben. Was ich das Spannendste finde, ist, dass wir eigentlich so wenig kontrollieren. Wenn es mal was gibt, dann wird man darauf angesprochen. Und bis jetzt haben wir noch keine Leute das grüne Band entfernen müssen, überhaupt nicht. Es ist total spaßvoll, die Ordner zuzusehen, wie sie hin und wieder mal jemand sagen, doch noch ein bisschen besser aufzuräumen. Es ist, die Leute, unsere Gäste machen es selber und das ist, glaube ich, der große Erfolg von diesem Green Camp.